Hallo und Gude zu einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen hier bei Shogi Banugi. Sascha, Christian, heute der 25. Februar. 25. Februar und heute hat Geburtstag Jean Astin oder Sean Astin oder wie sagt man? Sean. Sean Astin. Hier, guck mal, das ist der Sam aus Herr der Ringe. Herr der Ringe, genau. Der Ringe, aber was ich ja auch bei der Recherche herausgefunden habe, ist ja, dass der Kollege nicht nur bei Herr der Ringe gespielt hat, sondern auch bei ganz vielen anderen Filmen vorher, obwohl er damals schon relativ jung war, hier bei The Goonies. The Goonies? Kennst du The Goonies? The Goonies kenne ich, ja. Aber das wusste ich nicht, dass er das ist. Er ist das hier. Er hat die Hauptrolle gespielt, ne? The Goonies ist so ein cooler Film aus meiner Jugend, so ein bisschen, ne? Aber ich hätte jetzt nicht den Zusammenhang. Ja, das war. Und heute habe ich den gesehen, also nicht heute jetzt hier so körperlich, sondern ich habe den gesehen in dem wie heißt die Serie? Jetzt komme ich gar nicht drauf. Diese Mystery-Serie da auf Netflix. Sag mal. The Mystery Sean. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war er ganz dick. Wie heißt denn diese Serie? Jetzt komme ich gar nicht drauf. Also, helf mir doch mal! Ich habe kein Netflix. Gibt zwei Staffeln mit Winona Ryder, mit den Jungs, die haben spielen auch so ein Goonie-mäßig, so Mystery-Kram. Während der Sascha überlegt, ja, Sascha, geh mal in dich, ja, erzähle ich, dass am 25. Februar 1947, auch schon ein bisschen her, das Land Preußen durch den alliierten Kontrollrat formell aufgelöst wurde. Preußen? Preußen. Wie sah denn Preußen aus? So. So. So sah Preußen aus. Das war hier, das ist hier, ja. Das ist Provinz Ostpreußen. Ostpreußen, genau. Schlesien. Aber das ist ja hinten schon, das ist ja schon. Ostwestpreußen, genau, ja. Und eigentlich Deutschland heute ist ja hier so der Kram. Provinz Brandenburg. Genau. So. So, da genau. Hört's auf. Ja, zack. Genau. Wurde aufgelöst und in die sogenannten Besatzungszonen aufgeteilt. Ja. Der Bereich war quasi die sowjetische Besatzungszone, britische, amerikanische und französische Besatzungszone. Mhm. Und dann, wie gesagt, im Mai 1949 wurde dann ja erst die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, gegründet. Aber wie gesagt, am 25. Februar 1947 wurde Preußen aufgelöst. Am 25. Februar 1934 spricht Papst Pius XI. Den spanischen Bischof und Ordensgründer Antonius Maria Claret. Claret. Claret? Claret. Ja? Ja. Sie. Ja? Sie. Selig. Da ist er. Das ist aber auch eigentlich nur wichtig, wenn man irgendwelche Spanier beeindrucken will. Natürlich, manchmal trifft man. Also ich habe schon mal Spanierinnen getroffen in Berlin, in so einem Zauberclub. Und dann hast du gesagt, übrigens 1934, nee. Papst. Wenn ich das gewusst hätte. Wenn du es gewusst hättest zu dem dann, Zeitpunkt. Damals habe ich gezaubert. Also. Ja, genau. Oder hier, so diesen da. Ja, das habe ich auch gemacht. Und die haben sich auch gedacht, wo ja. Sind wir hier gelandet. Nee, da hatte ich noch, ich hatte noch so eine Lampe, ne? Hatte ich so eine Lampe, habe ich diese Lampe genommen, mein Kollege da, hat dann so gesessen, ich habe diese Lampe genommen, hab dann so mal, und er hat den Stecker, hat den Schalter gehabt, und ich so, aus! Und der Kollege so, klick, so, hell. Ja. Hat aber nicht geklappt mit der Spanierin an dem Abend. Wenn ich jetzt das mit dem Pius gewusst hätte. Ja, dann vielleicht. Dann hätte es. Ganz sicher. Gehauen, ja. Oder wenn du das mit dem Pius gewusst hättest, oder dass Preußen aufgelöst wurde, oder dass Sean Astin Geburtstag hat. Ja, und in welcher Serie der gespielt hat? Wie heißt denn diese Serie? Falls ihr wisst, von welcher Serie der Sascha spricht, schreibt es unten in die Comments. Der spielt in der zweiten Staffel mit. Spielt keine Hauptrolle, aber er spielt in der zweiten Staffel mit. Während der Sascha überlegt, helft ihm, schreibt es in die Comments. Ich sag bis dahin mal, Gude, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.